So, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt starten. Herzlich willkommen zu der heutigen Session. Wir haben die Lightning Talks um 17, nee, 16:55 Uhr starten wir jetzt. Wir haben heute drei Lightning Talks. Einer fällt leider aus. Wir starten mit Frau Steinbacher, Herr Maurice und Herr Schildgen. Und ich gebe jetzt einfach für Sie alles frei und schalte mich jetzt erstmal aus. Bitte schön. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Lightning Talk. Ich freue mich, die Runde zu den Schlüsselkompetenzen zu eröffnen und Ihnen in den nächsten 5 Minuten in aller Kürze zu erzählen, warum wir dieses Merkmal der Individual Digital Readiness in der digitalen Hochschulbildung brauchen. Zur Ausgangslage. Sie stimmen mir sicherlich zu, wenn ich sage, dass der Diskurs um die Digitalisierung in der Bildung mit Beginn der Corona-Pandemie an neuer Bedeutung gewann. Und Sie stimmen mir sicherlich auch zu, wenn ich sage, dass die Rückkehr zur Präsenzlehre, zur alten Normalität und damit zum analogen Lernen oftmals als einzig wahrer Weg erscheint, um Lehr-Lernerfolge wieder sicherzustellen. Ich würde dieses Bestreben gerne einmal auf den Kopf stellen und Ihnen erklären, warum das aus meiner Sicht nicht der einzig wahre Weg ist. Aber dazu gleich mehr. Bei der Evaluation des digitalen Sommersemesters 2020 an der PH Heidelberg gaben die Lehrenden eine Verschlechterung der Work-Life-Balance, eine Erhöhung des Arbeitsaufwandes zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Lehre sowie Interesse an Fort- bzw. Weiterbildungen zur Erweiterung ihrer digitalen Kompetenzen an. Im Vergleich zur Präsenzlehre fällt es Studierenden in digitalen Lehrveranstaltungen schwerer, sich mündlich zu beteiligen. Und nur 52% der Studierenden glauben, dass die im Modulhandbuch vorgegebenen Kompetenzen auch über digitale Lehre vermittelt werden können. Es stellte sich dann natürlich die Frage nach den Ursachen für diese Umstellungskrise. Also sind Lehrende und Studierende nicht resilient genug? Oder ist die Organisation, die sie umgibt, nicht resilient genug? Es hat sich herausgestellt, dass sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden relativ resilient sind. Aber es konnten einige interessante Korrelationen nachgewiesen werden. So sind zum Beispiel weibliche Lehrpersonen resilienter als männliche Lehrpersonen und die Resilienzausprägung nimmt mit zunehmender Berufserfahrung zu. Außerdem korrelieren Persönlichkeitsdimensionen wie Extraversion, Offenheit, Gewissenhaftigkeit und emotionale Stabilität positiv mit Resilienz. Aber entgegen den bisherigen Befunden, wonach extravertierte Individuen insgesamt resilienter sind, sind introvertierte Studierende mit der digitalen Lehre zufriedener und können sich zudem am ehesten vorstellen, auch langfristig in einem digitalen Setting zu studieren. Von Bedeutung sind aber auch Ängste, Sorgen und Unsicherheiten, die im Zusammenhang mit der digitalen Lehre auftreten. Zum Beispiel soziale Beziehungen zwischen Lehrenden und Studierenden, Kompetenzerwerb und Technik, aber auch die studierendenzentrierte Lehre, digitale Lehre in der Zukunft und mehr Belastung. Aber auch Hemmungen und Unsicherheit zur aktiven Teilnahme, Informationsverlust, erhöhte Eigenverantwortung und Selbstorganisation sowie digitale Prüfungen. Kommen wir nun nochmal zurück zur Ausgangslage. Warum halte ich die Abhängigkeit von der Präsenzlehre nicht als zielführend? Die Pandemie war und ist eine Ausnahmesituation. Aber wir sollten die digitale Lehre auch als Chance sehen. All die Erfahrungen, die wir bisher mit der digitalen Lehre gemacht haben, in die neue Normalität, in den hybriden Alltag mitnehmen. Ganz unabhängig davon, dass wir uns vielleicht immer wieder in Situationen befinden werden, in denen wir ausschließlich auf digitale Lehrformate angewiesen sind. Ziel sollte es daher sein, Lehr-Lernerfolge nicht ausschließlich von Präsenzlehre abhängig zu machen, sondern das psychische Wohlbefinden auch unter digitalen Bedingungen sicherzustellen. Voraussetzung dafür ist das Merkmal einer Individual Digital Readiness. Der Begriff kommt eigentlich aus dem Unternehmenskontext und beschreibt dort den digitalen Reifegrad eines Unternehmens, einer Organisation. Das Merkmal gilt als Schlüsselfaktor für die erfolgreiche Bewältigung einer digitalen Transformation. Sogenannte erfolgskritische Kompetenzen, die im Zusammenhang mit der Digital Readiness stehen, sind zum Beispiel Lernbereitschaft,
Offenheit für Veränderung und Agilität beziehungsweise flexibles Anpassen an sich verändernde Situationen, aber auch digitale Selbstwirksamkeit, Begeisterungsfähigkeit, Kollaborationsbereitschaft und Vertrauensbereitschaft. Auf der Ebene des Individuums, insbesondere im Hochschulkontext, gibt es dieses Konstrukt noch nicht. Ziel ist es deshalb, ein psychometrisches Verfahren zu entwickeln, um diese Individual Digital Readiness zu erfassen. Dazu muss nun das richtige Verhältnis zwischen Theorie und Empirie gefunden werden. Einerseits geht es darum, angrenzende Konstrukte zu identifizieren und eine Abgrenzung zu konstruktverwandten Merkmalen vorzunehmen. Andererseits sollen die empirischen Daten einfließen, die bereits vorliegen. Und Ziel ist es letztendlich auch, ein Interventionsmodell zu entwickeln, um das Merkmal zu steigern. Also Lehrende und Studierende sollen sich sowohl im Analogen als auch im Digitalen wohlfühlen. Vielen Dank. Wollen wir dann sofort weitermachen oder wollen wir kurz Fragen schon zulassen? Wir können sofort weitermachen und dann die Fragen später beantworten und gerne auch in den Chat Fragen stellen, bitte. Genau. So, dann mache ich einfach mal weiter. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen, man kann mich hören. Carsten Muss ist mein Name. Ich komme von der Hochschule Osnabrück und würde hier ganz gerne über ein Projekt berichten, was ich im letzten Semester durchgeführt habe, wo ich den Inverted Classroom zusammengeführt habe mit der Scrum-Entwicklungsmethodik. Genau. So, und ich erzähle erstmal ein bisschen was über den formalen Rahmen. Das Modul ist bei uns angesiedelt im Studiengang Informatik. Wir haben da zwei Stück von Medieninformatik, Technische Informatik. Das ist das Modul Algorithmen und Datenstrukturen, Pflichtmodul für Studierende im zweiten Semester. Es ist im zweiten Semester zumindest für uns als Fachhochschule relativ früh angesiedelt, weil wir da schon, sag ich mal, nicht immer so ganz beliebte Theorieinhalte auch vermitteln. Die Studierenden tun sich teilweise damit schwer. Das ist aber ein Kernmodul eigentlich in allen Informatikstudiengängen. Und je nach Ausprägung ist das eine theorielastige Veranstaltung. Wir haben sie jetzt angesiedelt bei uns im Curriculum als eine dreistündige Vorlesung, einstündiges Praktikum. Das heißt, der praktische Anteil ist relativ klein. Pro Semester habe ich hier sowas zwischen 50, 70 Studierende. Und so die Kompetenzen, die da typischerweise vermittelt werden, sind halt algorithmisches Denken, Wechselwirkung von Algorithmen, Datenstrukturen, effiziente Algorithmen. Also ganz viele Sachen, die einfach einen guten Informatiker oder eine gute Informatikerin auszeichnen. Ich setze ja seit mehreren Jahren eigentlich auch in mehreren Modulen das Inverted Classroom-Modell ein. Das dürfte mittlerweile eigentlich allen bekannt sein. Die Wechselwirkung zwischen sozusagen der individuellen Vorbereitungsphase der Studierenden, wo die Videos Textmaterial bekommen, dann das gemeinsame Arbeiten während der Präsenzzeit, wo Fragen beantwortet werden, wo Übungen durchgeführt werden, wo dann auch mal so eine Just-in-Time-Teaching-Einheit gemacht wird, wenn halt irgendwelche Dinge unklar geblieben sind. Und dann die dritte Phase, Post-Class-Phase, so die individuelle Nachbereitung. Beispielsweise bei mir ist das immer sozusagen die Nachbereitung von Musterlösungen, die ich die Studierenden für Übungsaufgaben rausgebe, wo sie dann auch mit ihren Lösungen vergleichen können. Generelles Problem bei dem Inverted Classroom ist, wie gelingt eigentlich das eigenverantwortliche Lernen? Manche können es ganz gut, manche können es vielleicht nicht so gut. Das ist sicherlich eine zentrale Herausforderung. Und da hatte ich mir irgendwie überlegt, eigentlich wäre es ganz gut, für die Informatiker nochmal so einen organisatorischen Rahmen da einzuführen. Und das habe ich irgendwie mit dem Scrum gemacht. Auch das haben sicherlich die meisten schon mal gehört. Das werde ich jetzt in 5 Minuten nicht erklären können. Aber das ist, sage ich mal, eine Entwicklungsmethodik, die eigentlich aus der Informatik kommend entstanden ist, mit dem Ziel, sage ich mal, ich gehe vielleicht mal direkt zur nächsten Folie über, da erläutere ich das nochmal im Vergleich zu so einem klassischen Entwicklungsmodell. So das klassische Entwicklungsmodell in der Informatik ist das Wasserfallmodell. Ich möchte ein Produkt entwickeln, rede am Anfang einmal mit meinen Kunden, erhebe die Anforderungen, dann ziehe ich mich zurück, entwickle, teste, liefere es später aus.
Und nicht selten tritt dann der Effekt auf, dass dann die Diskrepanz zwischen dem, was der Kunde erwartet hat und dem, was das Entwicklungsteam geliefert hat, nicht ganz unerheblich ist. Und die Idee von Scrum ist, dass man eigentlich viel stärker sozusagen am Kunden arbeitet, viel häufiger sich mit den Anforderungen auseinandersetzt und so ein zyklisches Vorgehen, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz hier zurück, zeige das nochmal ein bisschen größer. Man hat sowas wie so ein Anforderungsbuch, was auch fortgeschrieben wird, das ist das sogenannte Product Backlog. Das bearbeitet man in sogenannten Sprints, das kann 2, 3 Wochen sein, es können auch mal 4 Wochen sein, wo ein Entwicklungsteam sich sozusagen immer einen Teil der Anforderungen rausgreift, die entwickelt, am Ende dann auch wirklich ein Zwischenprodukt erstellt, das ist hier das Product Increment. Und ganz wichtig, am Ende dieser Phasen finden statt ein sogenanntes Sprint Review. Da schaue ich mir an, was haben wir eigentlich entwickelt? Und ganz wichtig, die Retrospektive. Wie haben wir das eigentlich entwickelt? Und was machen wir beim Übergang in den nächsten Sprint vielleicht besser? Und nun gibt es mittlerweile auch Ansätze, sozusagen im Bildungsbereich dieses Modell einzuführen. EduScrum ist sicherlich schon mal dem einen oder anderen über den Weg gelaufen oder aus Scrum for Schools. Dieses EduScrum entstanden, kommt aus dem niederländischen Raum. Und das habe ich jetzt sozusagen in meinem Modul zusammengeführt mit diesem Inverted Classroom. Klingt jetzt ein bisschen, oder die Grafik sieht vielleicht ein bisschen überfrachtet aus. Ich erläutere das mal ganz kurz. Sozusagen auf dieser Achse hier ist abgetragen quasi der Semesterablauf. Ich habe das gesamte Semester aufgeteilt in 3 Meilensteine, habe sozusagen 3 Produkte definiert, die die Studierenden zu bearbeiten haben. Und diese Produkte, die bestehen, ich gehe mal ganz kurz auf diese Folie, springe dann gleich vielleicht nochmal zurück, wo es sozusagen um ein gewisses Thema geht. Hier beispielsweise das Thema gerichtete, ungerichtete Graphen. Da stelle ich Material bereit in Form von Texten auf der 8x-Plattform, die wir bei uns einsetzen. Videomaterial liegen alle bei YouTube. Dann aber dazu auch immer ein Programmierprojekt. Das heißt, die Studierenden müssen sich nicht nur die Theorie erarbeiten, sondern das Ganze auch direkt umsetzen in ein praktisches Projekt, wo sie dann in Teams von 3 bis 4 Personen dran arbeiten. Begleiten gibt es, ich habe es Verständnischeck genannt, Quizaufgaben in dieser 8x-Plattform. Und die Studierenden müssen sich einen handgefertigten Wissensspeicher erstellen. Das ist sozusagen der erlaubte Spickzettel, den sie über das Semester verteilt in 3 Etappen bei mir einreichen können und den sie dann zur Klausur wiederbekommen. Also ist Prüfungsform ist eine Klausur, einfach um die Studierenden kontinuierlich zur Arbeit zu bewegen. Genau, das Ganze ist aufgeteilt, wie gesagt, in das ganze Semester in 3 Meilensteine. Und ganz wichtig ist mir, dass wir auch diese Phasen des Reviews, wo ich mal halt angucke, was haben die Studierenden programmiert, und halt auch die Retrospektive durchführe, dass die Studierenden sich wirklich im Team nochmal zusammensetzen und überlegen, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert und was möchte man beim nächsten Mal besser machen. Hilfsmittel. Das ist so ein Planungsboard, wo die Studierenden, das haben wir natürlich jetzt im Online-Semester auf einer Kollaborationsplattform gemacht, wir haben das im Miro-Board gemacht, wo die Studierenden sich sozusagen ihre Arbeiten runterbrechen, das auch aufteilen, wer was bearbeitet, das heißt, die Lern- und Arbeitsziele werden entwickelt, Akzeptanzkriterien, wann sozusagen ein To-Do als fertig bearbeitet betrachtet wird vom Team. Fortschrittskontrolle, Aufwandschätzung wird gemacht, Hindernisse werden aufgeführt, auch Regeln für die Zusammenarbeit werden durchgeführt. Und das ist sozusagen ein lebendiges Dokument, was für jeden einzelnen Meilenstein quasi erstellt wurde. Ja, warum finde ich das eine gute Sache? Scrum, mittlerweile wird sozusagen in der Informatik-Community sehr viel mit der Scrum-Methodik entwickelt. Und warum nicht das auch schon im Studium kennenlernen und einsetzen? Ja, aus meiner Sicht war es bietet es einen hervorragenden organisatorischen Rahmen, um sozusagen diesen Inverted Classroom nochmal einzubetten. Und was mir immer ganz wichtig ist, dass die Studierenden auch Verantwortung nehmen für ihren eigenen Lernprozess. Und ich hatte das letztens auf so einer Tagung, da ging es mal um dieses Thema Student Engagement mit so Aspekten wie unterstützendes Umfeld, kollaboratives Arbeiten, Herausforderungen, die gesucht werden, spielt auch sehr gut da rein. Und ich habe das Ganze natürlich nicht wirklich jetzt wissenschaftlich begleiten können, aber ich habe sowohl die formale Evaluation als auch eine Retrospektive der eigenen Veranstaltung mit den Studierenden durchgeführt.
Und das Feedback war durchaus gut. Ich habe jetzt gerade letzte Woche die formale Evaluation erst bekommen und da war ich hoch erfreut, da solche Kommentare zu lesen. Bestorganisierte Studenten, naheste Fach dieses Semesters, selbstständige Arbeiten mittels GitLab. Also ich habe natürlich auch, sage ich mal, Tools eingesetzt, die halt auch in der Berufspraxis dann zum Einsatz kommen für kollaborative Softwareentwicklung. Dass das Ganze auch Spaß macht, finde ich auch immer sehr schön. Und auch so ein Aspekt, dass man sich auf die Review-Termine freut, liest man auch sehr selten. Ja, das ein ganz kleiner Einblick in ja sozusagen dieses Modul und Fragen, Anmerkungen, Kommentare gerne gleich im Anschluss an die nächste Präsentation. Herzlichen Dank. Dann mache ich weiter. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Das hier sind die Studiengänge, die man bei uns an der OTH Regensburg studieren kann. Es sind nicht alle. Vor allem die Informatik und Mathematik und andere technischen Fächer habe ich absichtlich mal weggelassen. Über die will ich nicht reden, obwohl ich selber Informatiker bin. Es geht um die Studierende von anderen nicht technischen Fächern. Und für die wollen wir gerne sagen, Digitalisierung für alle. Das ist unser Ziel. Ich präsentiere Ihnen heute das Projekt BDISC. Das steht für Build Digital Competence and Explore Digital Sciences. Das ist ein Projekt von Professor Ulrike Plach. Ich sehe, sie ist in der Teilnehmerliste anwesend. Dann meinem Kollegen Professor Markus Heckner und ich bin Johannes Schildgen. Wir sind drei von der OTH Regensburg und Build Digital Competence sagt schon, wir wollen den Leuten Digitalkompetenz vermitteln, Kompetenz zur Digitalisierung und das Ganze explorativ, also dass man es erlebt mit Dingen, die man anfassen kann, Dingen, die man ausprobieren kann. Hier sind die drei Personen, die ich gerade vorgestellt habe, nochmal abgebildet. Ulrike Plach, Markus Heckner und Johannes Schildgen. Dann haben wir jetzt gerade noch drei Mitarbeiter eingestellt. Ein vierter soll noch kommen und studentische Hilfskräfte werden dem Projekt auch noch zugeordnet werden. Insgesamt geht das Projekt 3 Jahre und es ist mit 700.000 Euro gefördert. Die Idee von diesem Projekt ist, ein Zusatzstudium anzubieten. Das heißt, die Leute, die sich dafür interessieren, studieren etwas Nicht-Technisches, zum Beispiel BWL, Architektur, Sozialwissenschaften und entscheiden sich dafür, ich will Digitalisierungskompetenz on top auf mein eigentliches Studium setzen. Das dauert dann noch 3 Semester oder man macht es parallel zum eigentlichen Studium und bekommt am Ende ein Zertifikat. Dieses Digitalisierungskompetenzstudium soll so hip und cool und interessant wie möglich gemacht werden, weil langweiliges Studium hat man ja schon im Hauptstudium und es soll am Ende natürlich auch was bringen. Wir wollen dazu auf der einen Seite eine Online-Lernplattform entwickeln und einsetzen, wo Videos, andere Lehrmaterialien, interaktive Programmcode-Editoren Übungsaufgaben, wo man direkt sieht, wo ist der Fehler, was muss man noch verbessern und so weiter. Also ein tolles Lernmanagementsystem auf der einen Seite und auf der anderen Seite was zum Anpacken. Eine Lernbox. Da bekommt jeder Teilnehmer dieses Studiums eine Kiste mit einem Lego-Roboter drin, einem Tablet, Bauteilen, die man zusammensetzen muss und dann programmieren kann, damit man auch nicht nur am PC Sachen macht, sondern das Ganze auch anpacken und erleben kann. Ja, das ist die Idee. Wo ist die Folie mit dem die fehlt. Wohl eine Folie ist verloren gegangen. Dann sage ich das gerade einfach so. Was wollen wir alles vermitteln? Programmierung, dazu zählt zum Beispiel Python und andere Sprachen, die man auf jeden Fall immer wieder brauchen kann, auch für die Webprogrammierung, JavaScript, Datenbanken, Data Science,
auch da mit Python und SQL, dann halt mit den Robotern, Lego-Roboter, die kann man auch mit Python programmieren, also so kommt dann am Ende alles zusammen, aber da gibt es auch andere Möglichkeiten, wie man das mit einem Tablet grafisch programmieren kann. Und als letztes wollen wir auch noch so Themen abdecken, wie zum Beispiel digitale Ethik und Data Literacy, also dass man lernt, verantwortungsvoll mit Daten umzugehen. Und wir wollen auch, dass Interdisziplinarität gelehrt wird, also dass man auch in Projekten mitarbeiten kann, die entweder mit Informatik und Digitalisierung zu tun haben oder mit dem eigentlichen Studienfach zu tun haben, wo aber die Digitalisierungskompetenzen und die Future Skills, die vorhin schon erwähnt wurden, nützlich für sind. Ja, Fragen gerne im Anschluss. Dankeschön. Herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Die Fragerunde möchte ich jetzt gleich eröffnen. Und die erste Frage kommt von Bernadette Gruber. Gibt es Überlegungen, die Inhalte des Zusatzstudiums in Verbindung zu den Hauptfächern der Studierenden zu stellen? Ich glaube, es geht an Herrn Schild gehen. Kann das sein? Ja, genau. So Fragen kommen immer wieder. Also es kommen Fragen, kann man das, was man im Zusatzstudium an Credits gesammelt hat, ins Hauptstudium einbringen? Kann man das irgendwie miteinander verbinden? Kann auch jemand dieses Zusatzstudium machen, der berufstätig ist? Kann dieses Zusatzstudium auch in Schulen gemacht werden? Und das sind die Überlegungen, die wir innerhalb dieser 3 Jahre machen werden. Wie geht das weiter? Erstmal wollen wir das entkoppeln. Das soll ein Zusatzstudium sein, was unabhängig vom Hauptstudium ist. Das erste Semester soll die Inhalte mehr oder weniger für alle gleich vermitteln. Da ist die Lernplattform im Mittelpunkt, da ist die Inhalte, die Programmiersprachen, die Skills stehen da im Mittelpunkt. Und im zweiten Semester werden dann die, die das erste Semester schon hinter sich haben, denen, die jetzt im ersten Semester ist, als Coach zur Seite stehen. Und im dritten Semester, da kann dann jetzt das kommen, was da im Chat gesagt wurde, dass das irgendwie eine Verbindung zum Hauptfach steht. Da kann man dann nämlich nochmal weitermachen. Dann kann man ein größeres Projekt machen und sagen, oh, der Roboter aus dem ersten Semester hat mir so viel Spaß gemacht, jetzt mache ich einen Roboter übers ganze Semester, der dann natürlich viel mehr kann als das bisschen, was wir im ersten gemacht haben. Oder man sagt, in meinem Hauptstudium habe ich folgende Problematik. Da liegen zum Beispiel Daten vor von irgendwelchen Molekülen in der Chemie und Biologie. Und da wende ich jetzt das an, was wir gelernt haben, mit Python Daten visualisieren oder analysieren. Und dann kann man das als Projekt machen. Also vor allem so, dass im dritten Semester, wo es dann freier wird, um Projekte geht, da kann man dann die Verbindung zum Hauptfach herstellen. Muss man aber auch nicht. Man kann es auch komplett entkoppeln. Mhm, Dankeschön. Ich habe jetzt noch eine Frage. Wie hoch ist schätzungsweise der Aufwand, um mit BDISC parallel zum Studium zusätzliche Kompetenzen zu erwerben? Ja, wir planen in jedem Semester 5 ETCS. Also 3x5 ETCS wären 15 Credits fürs ganze Zusatzstudium. Und zu einem ETCS sagt man ja immer 30 Stunden Aufwand. Oder wenn man es mal vergleicht mit einem normalen Studium, das hätte 30 ETCS. Also da kämen dann nochmal 5/30, also 1/6, 16% nochmal on top an Aufwand. Also ich sag mal eine Lehrveranstaltung mehr. Mhm, Dankeschön. Pro Woche. Gibt es noch Fragen für die anderen Referenten? Ansonsten hätte ich gleich eine Frage für Sie, Herr Maurice. Sie haben jetzt so viel Erfahrung gemacht mit dem Virtual Classroom, aber auch mit Scrum. Was würden Sie sagen, was sind so die 3 Gelingensbedingungen für Lehrende, die jetzt vielleicht sagen, nächstes Semester mag ich das auch? Klein anfangen, nicht die ganze Veranstaltung auf einmal umstellen. Sich dann vielleicht einfach thematische Blöcke rausnehmen. Keine Ahnung, wenn ich jetzt im Sinne eines Buches denken würde, sage ich, ich mache ein Kapitel, was ich mal umstelle. Ja, nicht sofort ermutigen lassen, dass irgendwas mal nicht funktioniert, wenn die Studierenden nicht so richtig mitmachen. Ja, und
Ich bin halt wahnsinnig ausprobierfreudig und diskutiere das halt auch hinterher mit meinen Studierenden und möchte dann auch einfach eine offene Diskussionskultur irgendwie mit den Studierenden pflegen. Das ist mir irgendwie ganz wichtig, dass wir da sozusagen auch direkt in eine Interaktion mit den Studierenden gehen, wie das funktioniert, also wie sie das auch empfinden. Ja, das finde ich irgendwie wichtig. Okay, danke schön. Wir haben noch eine Frage von Martina Mörth. Ich finde gut, dass Sie die Selbstständigkeit der Studis fördern. Gleichzeitig bieten Sie aber durch die Scrum-Struktur mehr Struktur und mehr Anleitung als in gewöhnlichen Lehrveranstaltungen. Was sagen Sie dazu? Naja, Sie kriegen sozusagen, wenn ich jetzt sage, so ein Scrum-Zyklus und Sprint dauert etwa 3 bis 4 Wochen. Da gebe ich nur das Thema vor. Also sagen wir so, das ist ein Themenkomplex, Algorithmen, Datenstrukturen, da kann ich irgendwie ein 1000-seitiges Buch zu schreiben. Da greifen wir uns ein paar Sachen raus. Ich nehme also den Bereich Graphenalgorithmen, da kann ich mich ganz lange mit beschäftigen. Ich weise sozusagen nur darauf hin, und jetzt nehmen wir uns das da raus, und in welcher Reihenfolge Sie sich dann die Details da angucken, das überlasse ich komplett den Studierenden, auch was sie sich da aneignen. Ob sie jetzt mein Material verwenden oder vielleicht auch ganz anderes Material, auch das überlasse ich den Studierenden. Häufig ist es ja so, wenn da gefällt Ihnen vielleicht mein Stil nicht, dann verstehen Sie es in einem anderen Buch irgendwie besser. Ich gebe sozusagen nur den groben Rahmen vor. Ich glaube, die Struktur muss man schon geben, sozusagen den roten Faden durch die Lehrveranstaltung, also jetzt den inhaltlich roten Faden. Ansonsten überlasse ich es komplett den Studierenden. Mhm. Dankeschön. Wenn da jetzt gerade keine Frage ist, also ja doch, ist eine Frage, dann stelle ich meine auch nochmal. Was war die Motivation, neben den Inhalten auch ein LMS zu entwickeln? Und wie würde sich die Lernplattform von anderen unterscheiden? Dann nutze ich die Chance mal, die Folie, die vorhin verschwunden ist, jetzt aufzudecken. Hier, das, was ich vorhin mündlich gesagt habe, Programmieren, Robotik, Hardware, Data Science, Future Skills und so weiter, die Lernziele. Zur Frage, die Motivation, neben den Inhalten ein LMS zu entwickeln. Naja, das eine hat ja mit dem anderen zu tun. Diese Inhalte hier, wir müssen uns, und wir stehen noch ganz am Anfang, deshalb viel mehr als diesen 5-Minuten-Talk kann ich auch noch gar nicht geben. Für diese Inhalte hier müssen wir uns überlegen, wie sieht eine Woche aus, in der es um Webprogrammierung geht? Wie sieht eine Woche aus, in der es um Robotik geht, um Ethik und so weiter? Und das muss in diese Lernmanagement-System-Software integriert werden. Also welche Videos müssen wir produzieren, wen müssen wir da interviewen und fragen, wer soll das anbieten, weil wir haben da gibt es die Regensburg School of Digital Sciences unter dieser Organisation fällt auch dieses Projekt. Und da müssen wir uns dann überlegen, wie bauen wir das in die Lernplattform ein. Wie würde sie sich von anderen Lernplattformen unterscheiden? Naja, man kennt vielleicht Lernplattformen wie Moodle. Und Moodle ist, glaube ich, ein bisschen, es ist sehr mächtig, man kann viel mitmachen, aber es ist vielleicht auch ein bisschen chaotisch organisiert und vielleicht auch für den einen oder anderen Studierenden schon irgendwie zu langweilig, weil das alle benutzen. Aber vor allem in der Informatik gibt es extrem coole Lernplattformen, wo man auch Code eintippt und man bekommt direkt das Feedback. Ja, der Code funktioniert, er tut, was er soll, aber für die Zahl 5, wenn die als Eingabe reinkäme, dann käme was Falsches raus. Also, dass er wirklich Fehlerfälle durchgespielt werden und dann gesagt wird, ja, das klappt, das klappt, das klappt, aber das bitte nochmal angucken in dem Programmcode. Also die Interaktivitätsmöglichkeiten, das wollen wir ganz groß in den Fokus stellen. Okay. Dankeschön dafür. Ich sehe gerade noch keine weiteren Fragen, dann stelle ich jetzt nochmal meine Frage. Wie betreuen Sie die Studierenden, Herr Morris, in Ihren Kursen?
Also jetzt in der Lehrveranstaltung, die haben wir ja jetzt online durchgeführt. Da habe ich es im Prinzip so gemacht, wir haben es per Zoom gemacht. Da mache ich meistens immer dann so eine Fragerunde. Und dann gehen die halt sozusagen in Kleingruppenarbeit. Ich schicke sie in Breakout-Sessions und dann laufe ich da im Prinzip rum, beziehungsweise sie können mich rufen. Das Praktikum verläuft ähnlich. Wir haben ja nun alles online gemacht. Da muss ich sagen, da finde ich das Praktikum online auch wirklich besser als vor Ort, weil ich da sozusagen nochmal im geschützten Raum bin. Sozusagen, ich kann dann auch irgendwie völlig frei mit den Studierenden sozusagen nur in dieser Kleingruppe reden. Das wäre halt in so einem Rechnerpool, wo man das typischerweise machen würde, würde ich das gar nicht so hinbekommen. Das heißt, auch da setzen wir Breakout-Sessions ein. Dann gehe ich da rein. Und wir haben jetzt von der Größenordnung Praktikum, da sind dann immer, ich sag mal so, 3 oder 4 Gruppen, vielleicht sind es mal 5 Gruppen. Das kriege ich eigentlich in so einer 90-minütigen Sitzung hin, dass ich mit jedem wirklich mal gesprochen habe. Und ansonsten halt elektronische Plattformen, wenn dann noch irgendwie Fragen aufgetaucht sind. Ich lege immer Wert darauf, dass die dann halt auch, wenn es geht, ein Forum nutzen. Was aber auch sehr beliebt ist, sozusagen anonymisiert Fragen stellen. Dann setze ich in der Regel auf so ein Padlet oder sowas, wo sie halt anonym Sachen einreichen können. Das nutze ich eigentlich beides. Und ich versuche es halt irgendwie zu bewältigen. Dann machen wir so. Okay, gut. Ich denke, das war sehr bereichernd heute. Vielen herzlichen Dank an Sie allen drei und auch die ganzen Teilnehmer, die heute in dem Raum sind. Und wünsche noch ein schönes Festival. Danke für die Moderation. Dankeschön. Danke.